Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie zur vierten Folge Ingos Rotlichtkanal. Heute im Studio möchte ich zuerst unsere beiden Gäste vorstellen. Die Carina. Hallo. Und die Nadia, Hello. Beide aus dem Club Palace. Und dann ist natürlich auch heute dabei wieder der Herr Thorsten. Ja, hallo liebe Zuschauer. Ich freue mich wieder mal für die nächste Folge. Heute wird es wieder eine tolle Sache, glaube ich. Wie geht's Ihnen? Gut. Das freut mich. Ja. Gerade zum Anfang mal ein kleines Film nochmal für euch. Wie ist der Film standgekommen? Nach dem letzten Mal bei der Aufnahme hier im Studio haben der Thorsten und ich noch etwas gegessen im Restaurant vom Club Globe. Dann läuten wir gerade das Autohaus an und wollten das Auto verkaufen. Ich wollte es eigentlich nicht. Und da haben wir aber gedacht, wäre sicher noch ein cooler Film für unsere YouTuber. Dann habe ich dem Thorsten gesagt, komm, wir gehen noch einmal hin, kommst du mit? Ja. Und dann sind wir noch einmal hingefahren. Und wo wir hingefahren sind und was wir gemacht haben, das seht ihr jetzt. Ja, hallo liebe Zuschauer, ich bin hier unterwegs mit dem Herr Heidbrink. Er hat mich da entführt, ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Ja, trotzdem für mich eine freudige Überraschung und ich bin da mal gespannt, was das Imperium heute für uns wieder für Überraschungen parat hat. Ja, so, wir sind hier angekommen. Das sieht mir nach Lambos aus, also Lamborghinis. Schön. Ich denke, wir gehen heute auf Shoppingtour oder der Herr Heidbrink. Ja. Dann schauen wir mal. Ja. Wollen Sie was sagen? Ja, sicher. Der Verkäufer hat mich angerufen, er hätte einen neuen Lamborghini Urus, ja. Performante, das ist das neue Modell. Ja. Eigentlich habe ich nicht so Lust drauf, aber weil ich euch dann auf YouTube was vorführen möchte, denke ich, ich schaue es mir mal an, vielleicht kaufe ich ihn auch. Das hört sich gut an. Also, dann gehen wir mal rein hier. Ja, wenn es dran. Hallo. 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 Wie geht's? Gut, selber? Ja, auch gut. Wo kommt das? Bin ein bisschen am Filmen. Mein neuer YouTube-Kanal. Ich komme nur wegen dem. Ich werde nie vorbeikommen, das Auto anschauen, aber ich kaufe es für die YouTuber. Okay. Dass die mir zuschauen können, wenn man einen Lambo kauft. Gut. Ist das gut? Selber sind sie auf machen. Wo ist es denn? Ist nicht der? Nein, der ist es nicht. Ah, ist er schön? Ist er schön? Ja, wo ist er denn? Er kommt gerade. Espresso? Ja, ja. Zwei? Nehmen Sie auch ein Espresso? Ein Wasser, bitte. Ein Wasser. Was häufig ist das in der Nacht? Dann machst du mal ein Espresso und Wasser. Zwei Espresso? Oder? Ja, zwei Espresso. Ja, aber der sieht eigentlich besser aus. Der sieht auch super aus, he? Sieht auch super aus, oder? Wie viele Autos haben Sie schon gekauft? Ich würde sagen, so, weiß ich nicht genau, pro Jahr in der Regel zwei. Okay. Super. Nein, der sieht top aus, he? Ja, der Urus. Ja, da ist, glaube ich, jetzt ein neues Modell rausgekommen. Ja, das ist so eine Version, die ist etwas leichter und hat ein paar PS mehr. Ja, okay. Und dann so überall Carbon wie die Haube hier. Mhm. Ist nicht schlecht, aber ja, sagt mir eigentlich nicht mehr so viele Autos. Ich stehe mehr auf Flugzeuge, das wisst ihr. Ja, ja, das habe ich gesehen, dieses Riesenteil. Ja. Da sitze ich ja irgendwann auch mal drin, wenn man auf Flugangst, wir werden es sehen. Ne? Ja, so ist es. Ja, dann setzen wir uns mal hier hin. Kommen Sie, Thorsten, setzen Sie sich hier hin, genießen Sie einen Espresso. Danke, danke, danke. So, ja, dann geht's hier raus. Das ist also, so wie es aussieht, das neue Gefährt. Tipptopp, schöne Farbe hier mit Carbon. Ja, das sieht doch toll aus. Und was sagen Sie, Herr Heidbrink, gefällt er Ihnen? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich hätte ihn eigentlich nicht genommen, wie ich Ihnen schon gesagt habe, weil ich kenne schon. Ich stehe mehr auf Flugzeuge. Was kostet der überhaupt? Das ist knapp 380.000 Franken. Okay, super. Das ist das Neueste im Hause von Lamborghini. Und jetzt geht die Tür nicht auf. Hier, den Schlüssel. Das ist ja. Also gut. Aber das ist natürlich ein neues, klar. Ne? Was ist jetzt da anders als beim anderen? Was ist jetzt da anders als beim anderen da?
Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, hört sich doch gut an, ne? Ich bin kein Bluffer. Na gut. Also schauen Sie, wer Sie sind. Ich kaufe. Tun Sie mir einen Heil liefern, wie immer. Ich komme nicht mehr vorbei. So wie immer. Das ist gut. Anschlag abgemacht. So wunderbar. Auto gekauft. Super, super. Gut, ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Ich möchte mich jetzt unseren Gästen widmen. Der Carina und der Nadia. Wir möchten ihnen ein paar Fragen stellen. Und dazu, Thorsten, kannst du mal anfangen? Ja, dann fange ich mal an. Also, hello Carina, hello, hello Nadia. The last time I was by this McFig party in Palace and then I also was know you. And then you come to me, you see also these videos on YouTube, what we make before. And then you ask me if you can also come here to this YouTube channel. And why you like to come here to this YouTube channel and want to tell something about yourself? I find it very interesting and I always have something to say, so here I am. Really? Okay. You have always something to say? Yes. Okay. Then say us something. Yes. I'm curious. You? Yes, we was looking also on the internet and we was thinking together, come, let's go also, that because we have also something to speak about our club, about us and everything. Very good. Yes, that is a nice and really sympathetic girls, also sehr sympathische und offene girls. I would like to know, you was also in this McFit, what yes. we do? And how you like it, how you feel it, you want to do it again, something? So it was the first time for me when yes. I did this, and it was a good experience. Yes, I would like to do it again. You have fun? We have fun, yes. Yes. You know that yes, we have I fun see. There. Yes, yes, yes. And you? You was 2 times now in McFic? Mm-hmm. Yes. For me also, it was really good. Yeah. I enjoyed, I think, for men, at least, also for us, but for men is the best thing they can have. Ever. Yes, yes, yes. And why do you think like this? That is the best thing what they can have ever? Because gangbang, I think all the men, they are curious about. Everybody wants to have this. Ah, you think this is a fantasy of I the men so. Who yeah. have gangbang? And yes. you did this too. Yeah, but it's not really gangbang. I have a question. Was meinen Sie da dazu, Kameramann? Stimmt das wegen Gangbang? Das ist eine interessante These. Okay, gut. Sie sind natürlich herzlich eingeladen auf meine Rechnung. Ne, das kann ich mal so sagen. Das Aha. übernehme ich, wenn Sie also mal teilnehmen möchten. Herzlich willkommen. Gut, machen wir weiter. Huh? Ja. How long you are already in Switzerland? First time I came here, 9 years ago. 9 years ago? Mm-hmm. That means what is your age? 27 right now. 27, yes. This is legal, legal. Yeah, that it means was. Means you started with 18. Yeah, yes. Uh-huh. And you, Nadia? 10 years. 10 years? Yes. And what is your age? 31. 31, okay. Yes. Good. Ich möchte auch noch eine Sache sagen. Die Damen sind natürlich jetzt hier ohne verpixelt und auch ohne Maske ganz klar auf ihren eigenen Wunsch hin. Wir haben hier Masken zur Verfügung, die wir den Gästen dann zur Verfügung stellen, falls sie nicht erkannt werden möchten. Aber beide Damen haben uns gesagt, die möchten gerne ohne Maske, möchten auch ihr Gesicht zeigen. Also alles offen und ehrlich. Vielen Dank dafür, das ist sehr wichtig für unsere Zuschauer auch. Dann habe ich noch eine Frage, also I have a next question. How is a working day so in this Palace Club? How you start? Tell me something about the working day. What happened? We start first with the makeup. Yes. Because, yeah. And the atmosphere is friendly, the staff is friendly. We are friends, all of us. We are like a family yeah. there. Ah, also like a family. Yes. You feel comfortable when you work yes, there, yes, you feel yes. free. We work in a team, so. We try to do everything nice. Okay, nice. Herr Halbring, haben Sie weitere Fragen? Habe ich doch, ja. What you don't like concerning your job? What we don't like in our job? Yes. It's something negative points. What you? Oh, yes, for sure. For sure. Tell me one. The most easy, it's when you see a customer is not so clean enough for you. This can happen and also. Yes, and you feel like uncomfortable. Uncomfortable is also to tell, hey, you're not my type, or you have to take a shower before.
But finally, you express to him that he's not clean, or how you handle this problem. In a nice way, we have to split. We try. In a nice way? Yes. You explain him, yes, listen. Yes. You have always also the right to say no when it's somebody where you say you cannot serve this one. In the end? Yes. You say no, yes, of course. You try, of course, and if they not like to shower, then you say no, I not want to go with you in the room. Yeah. Of course. Yes. And maybe you both have partners? I don't know, boyfriend or husband. No. What I wanted to know, are they jealous? I just end up a relationship and yes. They are. It's jealousy there. And how they express this? I express myself, I end up so. No. When they are jealous, what they say? What they nothing. Ask? They ask something about work or something? I don't know what they do. Mine, my ex, yes. It was just, I just feel that he is jealous. Ah, but you didn't discuss? No discussion subject. About the job. Okay, and in your case? Me, I cannot discuss so much because I'm independent, I don't have no you are body. Solo. Yes, it's solo. Better like this. Si, solo. Better so like this. Kameramann? Weißt du Bescheid? I'm solo also now. Oh, also doch, du kommst gut rüber, glaube ich. Ja. Ja. I have noch a last question, please. Is there also any customer who fall in love with you girls? Yeah, when they but come? I don't like to speak about this. That's okay. If they look, it's not discreet. Good. Yes. If okay. They look, and you good. Also? Yes, yes, for sure. We have. We have. Yes. Okay. And then what happened? Then. They start to come more often to us, they show us that they like us. Yes. If you meet a man in your private life, yes. You announce him what is your job or you wait or you... I cannot say this from the beginning, maybe with time, maybe. I'm maybe. Not sure 100%, but sorry, from the beginning... but I think that is the best. My ex-girl was working in this job and she bring me also in this red light business. And the first date what we have, she invite me in the club. Okay. And she opened me the door, she stand there in full disuse. And she said to me, here I work, you have a problem with this, yes or no? I said no, because she told me the truth. And so we have a good relation over 16 years. Yes, but not and everybody we are still, is the same. Still good friends and she teach me a lot about red light business. Okay. And you? I don't know, I had a long relationship, so now I cannot think what I can do if I have another relationship. Good, thank you. And a financial question. How much do you earn per month? Yes, that is really interesting. Oh, this is interesting. That's depending. Can be 10, can be 20,000. So it's up to in you how much in a month. So it's up to you how much you want to work for this money. Okay. So, yeah. And you? And you? For me, it depends. Sometimes when I have times when I stay 2 weeks, maybe I make 40,000 in 2 weeks. I have time when I stay 1 month, I make also 40,000 in 1 month. Okay. Depends. Mm. It depends on you, how yes. You like to work, yes. If you're in the mood yes, to work. Yes, yes, and yes, to yes. Okay, okay. Haben Sie noch Fragen an die Damen? Haben Sie jetzt, keine mehr? Na, grundsätzlich jetzt nicht. Mich hätte auch interessiert der Verdienst. Das war jetzt eine spannende Sache für mich, aber... Doch, ich hab noch, ja. Okay. I wanted to know, do drugs play a role in your business? Can drugs, be. So no. As cocaine? No. Or marijuana? Or alcohol? Yeah, it can be if you want. Yeah, explain me. I don't have nothing to explain, but it can be. It if can you want, be. Of course. Everything is possible in this job. It's very open. But you have to make everything with the brain. With this, the brain? Yes, this don't have to control us. We have to control all these things. Okay. Yes. What? Also when you drink, you control yes, it yes, and you know yes, where's yes, your limit. Yes, yes, and when your dreaming. Limit is reached, yes, then you say, sure. Okay, well, I go for sleep sure. And some things. Yes, okay. And then are pimps. You understand pimps? Yes. Are they a problem in your business here in Switzerland? General. I don't think so. You listen stories about this or no? Yes, of course, but they are not a problem. Okay. Small pimps. Okay. And what are your plans for the future? I mean, you have 31, maybe yes. Children, family.
No children, family. No children, never. I have Maybe. This plan. You have this plan? Yes, I would like to move here in Switzerland. When I will stop this job and I want to do it all these things. And then you will find a rich Switzerland. Yes, yes. Okay. That's super, yeah. And now what you do with your money? You save it also for yes, the future, for something sure. you make yes. on your side, or yes. you spend? No. We spend also, for sure, okay. But also you save. Yes, that is really yes, important. Yes, yes, also in my job, I talk always to the young girls, especially to the young girls, when they're new in the business. I tell them also, please save also money, not spend. Look for your future, because one time is a day when you stop this job and cannot do it no more. Or you reach an age when you say, now it's finished. And then it's really important that you have also something what you do in this year, this money, what you make. Ja. Haben Sie noch Fragen? Jetzt grundsätzlich nicht mehr. Nö, an die Damen sind wir durch, you glaube ich. You would like to say anything else? Ballas. Okay. Visit us in Club Ballas. Also, dann gehen wir noch weiter. Wäre wieder mal noch ein kleines Update vom McFick. Ihre ja. super Idee. Wäre wieder mal fällig. Also ich krieg sie jetzt langsam am Sack. Ich schäme mich auch schon ein bisschen. Normalerweise gibt es selten Minus im Rotlicht, aber doch, McFick bereitet uns noch keine Sorgen, aber wir sind da schon im Minus. Ich kann das jetzt mal so sagen, wir haben da schon pro Teil oder pro Folge von dem McFick haben wir da ca. 2000 Franken Minus. Aber die Girls, die verdienen natürlich weiterhin vierstellig, das ist ganz klar. Genau. Und sind dementsprechend auch happy. Und deswegen sagt der Heidbrink dann auch das Zahlmach aus der Betriebskasse. Genau. Und wir ziehen es noch weiter durch, ganz klar. Ne? Ja, ja, wir Vielleicht probieren wir, das. Die Kritiken von Leuten, die eigentlich dort waren, finden es sehr gut. Und eben, wie gesagt, die Girls kommen ihr Geld sowieso über, auch wenn wir Minus machen, verdienen sie gut. Und das ist uns vom Imperium auch wichtig. Das mag auch ein Grund sein, wieso wir gerade 40 Anmeldungen von Girls hatten, die Imperium arbeiten. Und wir ziehen das jetzt noch ein bisschen durch und schauen, ob das eine Chance hat oder nicht. Man kann nicht immer gewinnen. Das war auch vorher so abgesprochen, das war uns auch durchaus bewusst, dass das passieren kann, weil wir auch dreimal die Woche machen. Aber wir haben da schon auch ein paar Verbesserungsvorschläge von Gästen und auch wir haben uns Gedanken natürlich gemacht. Und ich denke, wir lassen diesen Monat noch so durchlaufen und dann werden wir eventuell etwas verändern. Gut, und dann kann ich schon mal ankündigen, das Thema von der nächsten Sendung wird sein Frage-Antwort. Dann übernimmt der Thorsten auch die Moderation und darf mir alle Fragen stellen, was er will, und ich muss antworten. Also er muss antworten, ganz klar hat er jetzt gesagt. Und deswegen bitte ich euch, liebe Zuschauer, viele, viele Kommentare schreiben, viele, viele Fragen, helft mir. Und dann werden wir den Herr Heidbrink oder den Herr Ingo nächste Woche mal löchern. Löchern? Löchern, so sagt man das in Deutschland, mit Fragen löchern. Okay, ja. Ich habe Sie ja. verstanden. Also nicht die andere, ne? Nicht. Ja, es ist also wirklich super, wenn Kommentatoren schreiben. Ja. Und wir werden wirklich die Themen, es hat schon einige dabei, in den zukünftigen Sendungen aufnehmen. Dann wäre es das für heute gewesen. Auf Wiedersehen, danke. Danke, Herr Kameramann, nicht die Einladung vergessen. Ne? Ich erwarte Sie am Freitag pünktlich um 19.30 Uhr bei McFick im Club Ballas, Gisikon Roth. Top-Team wird anwesend sein. Ich mache heute noch die Werbung fertig und hab Spaß. Danke, liebe Zuschauer.